ein neues Verfahren, wie man eine gute Sitzposition für individuell für euch aufspüren kann. Und ja, da werden wir mal die beiden vorstellen. Und zwar Michael Schleinkofer und Hallo. Peter Renner. Schön, dass ihr da Hallo. Seid. Und ihr habt eine Sache mitgebracht, die sich schrecklich kompliziert anhört, aber die eigentlich gar nicht so schwierig ist. Ihr werdet sie jetzt erklären. Aber für unsere Zuschauer vielleicht in einem Satz. Was ist das Ziel? Um was geht's? Für wen ist das interessant, was jetzt kommt? Ja, primär wollen wir natürlich zwei Dinge erreichen. Wir wollen die Athleten schneller machen, natürlich. Aber wir wollen auf der anderen Seite auch die Athleten beschwerdefrei machen. Wenn sie ein Problem haben, können sie zu uns kommen und wir gucken uns den Athleten genau an und versuchen unser Bestes, die Probleme zu detektieren, zu entdecken, auch die Ursachen natürlich zu entdecken und dann die Ursache zu beheben. Peter, jetzt gibt es ja Sitzpositionsanalyse schon seit einer ganzen Weile. Das sieht dann normalerweise so aus, dass jemand auf ein Ergometer gesetzt wird oder auf sein eigenes Rad. Und dann guckt man sich die Winkel mal so an oder geht dann mal mit einem Winkelmesser hin, mit einem Pendel, mit einem Lineal. Was ist der Unterschied zu eurer Methode, so, um mal einzusteigen in das Thema, jetzt ganz einfach formuliert? Da ist eben unser Ansatz, dass wir sagen, eben diese statischen Messungen, wenn jemand einfach beispielsweise im Radgeschäft oder so sitzt auf dem Fahrrad, und wir messen mit einem Winkelmesser in verschiedenen Positionen die Gelenkwinkel. Da hat sich einfach gezeigt, dass man da ganz andere Winkel rausbekommt, wie wenn man denjenigen Sportler wirklich flüssig pedalieren lässt und eben eine sogenannte dynamische Messung durchführt. Und genau das ist es uns halt eben in Erlangen möglich. Statische Messung heißt, derjenige muss, während ich den Winkel messe, beispielsweise den Kniewinkel, ja, muss der sein Bein stillhalten. Also er hat vielleicht so das Pedal unten in der 6-Uhr-Position, da hält er das Bein in Ruhe und misst man den Kniewinkel, sowas. Das wäre statisch. Was ist eine dynamische Messung? Eine dynamische Messung ist einfach, dass wir in unserem Labor simulieren, wie sitzt derjenige wirklich, wenn er pedaliert auf dem Fahrrad. Und ich denke, da kann jeder nur mal in sich reinhorchen und sich überlegen, wie sitze ich auf dem Rad, wenn ich da vielleicht mal 5 Minuten stillhalten muss, dass man da die ganzen Winkel messen kann? Oder wie läuft das Ganze ab, wenn ich wirklich auf dem Rad sitze, habe noch ein bisschen Widerstand hinten drauf und muss dann so pedalieren? Und die Bewegung ist einfach eine ganz andere. Beziehungsweise einmal haben wir keine Bewegung und das andere Mal sehen wir halt eben die Bewegung im Fluss. Michael, du hast vorhin schon in unserer Vorbesprechung einen Fachbegriff fallen lassen. Was ist das Schlagwort, das du da im Kopf hast als Wissenschaftler in dem Punkt? Also die Methode nennt sich 3D-Kinematografie. Was wir machen, wir beobachten Marker, und zwar ist eine Objektverfolgung. Ich habe hier mal zwei mitgebracht. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann hier. Also das sind hier solche Passivmarker und die Methode, wir schauen uns jetzt vielleicht mal auf eine Folie an, wenn ich mal weiterklicke, dann sehen wir hier eine Technik aus Hollywood. Das ist genau das, was wir quasi bei uns im Labor auch anwenden. Hier der Schauspieler, der den Gollum gespielt hat in dem Herr der Ringe-Film, der hat, da sieht man diese weißen Knöpfchen und das sind diese Passivmarker hier und die werden mit Infrarotkameras erkannt. Das reflektierte Licht wird von den Kameras erfasst und anhand von Software wird dann quasi eine Bewegung bzw. erstmal ein Körpermodell erstellt und aus dem Körpermodell werden dann die Bewegungen berechnet. Also ich habe jetzt in meinem Kopf habt das Bild, dass ihr jemanden treten lasst, der ist voll mit diesen kleinen Pünktchen, das sind ja irgendwie so Reflektoren, so wie so Katzenaugen, ja, und dann habt ihr nachher am Schluss auf eurem Monitor von dem ein abstraktes Modell, vielleicht so ein Gitternetz, wo man dann den Radfahrer erkennt und ne, dann sind das so seine Winkel. Das sind jetzt diese Marker, die man da an der Hand hat und die werden dem radfahrenden Athleten an bestimmten Stellen einfach auf die Haut geklebt. Genau, am besten wir schauen uns das mal an. Weiter. Genau, wir schauen uns das mal an auf der nächsten Folie. Dass man sich ein Bild machen kann, wie unser Labor aussieht. Das ist also hier in Erlangen unser Motion Lab, unser Bewegungslabor. Man sieht da oben am oberen Bildrand die Infrarotkameras. Es sind 8 Stück insgesamt. Und wir sehen auch dieses spezielle Fitbike, das wir da haben. Das ist so auf dem Podest drauf. Und man sieht hier einen Kollegen gerade, wie er mir die Cluster bzw. die Marker anlegt. Und man sieht dann auch schon auf der rechten Seite in der entsprechenden Verarbeitungssoftware oder in den beiden Software, wie dann letztendlich dieses Bewegungsbild aussehen kann. Wir haben aber auch ein Filmchen mitgebracht. Vielleicht können wir uns das anschauen. Also es geht primär um die... Das, was der Peter schon angedeutet hat, wir machen eine dynamische Sitzpositionsanalyse mit dieser speziellen Methode. Der Vorteil daran ist, dass wir gleichzeitig alle
wichtigen Bewegungsmerkmale des Radfahrens erfassen können. Das müssen wir vielleicht kurz erklären. Warum ist das so interessant für jemanden, der sich auf die Spur macht nach verletzungsträchtigen Bewegungen, Situationen im Körper, dass man jetzt gleichzeitig alle Winkel, also welche Winkel überhaupt? Kannst du mal sagen, um welche Winkel es da geht? Auf wo guckt man da hin? Also wir beginnen natürlich von unten nach oben, wenn wir mal die Reihenfolge durchgehen. Wir beginnen natürlich mit der Gliedposition. Wie ist der Fuß auf dem Pedal positioniert? Jetzt als Franke, er hat gemeint Gliedposition. Das ist das, was man hier unten hat. Es war klar, dass der kommt. Ich habe mich extra bemüht, das deutlich auszusprechen. Also es geht in der Tat um die Gliedposition. Was dann wiederum bedingt, was das Sprunggelenk tun kann, also welche Winkel das Sprunggelenk pedalieren kann, damit verbunden das Kniegelenk, dann das Hüftgelenk, man nennt es kinematische Kette. Also das heißt, alle Gelenke sind miteinander verbunden und wenn ich irgendwo eine Veränderung mache, dann verändert sich natürlich auch die Bewegungsranges der anderen Gelenke. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt bei eurem System, dass wenn zum Beispiel ein Sportler kommt und der sagt, ich habe immer Schwierigkeiten mit dem Knie und ihr habt beispielsweise jetzt auch dann nachvollziehen können, was da falsch läuft. Ja, so jetzt habt ihr praktisch am Kniegelenk was verbessert, aber gleichzeitig wollt ihr jetzt auch die Lenkerposition noch verändern. Dann würde sich durch die veränderte Lenkerposition, oder wenn ich es richtig verstanden habe, ja auch wieder der Kniewinkel ändern, weil sich ja alles, ja okay, oder wenn man was am Pedal ändert oder so, weil sich alles irgendwie ein bisschen miteinander bedingt. Das kann durchaus sein. Und ihr könnt jetzt, weil ja hier steht auf der Folie, gleichzeitige Kontrolle aller Gelenkwinkel, ist es das? Ja, ja ganz genau, ganz genau. Also je nachdem, welches Problem besteht, wenn wir eine Kondition ändern, können wir alle anderen Aspekte sofort mitdetektieren und sehen, wenn ich das eine verändere, dann verändern sich auch die und die Aspekte. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gleichzeitig können wir natürlich auch während einer Aufnahme immer einen Links-Rechts-Vergleich machen. Also während einer Kondition, meinetwegen der Widerstand oder die Sitzposition eben, gucken, was verändert sich links oder rechts. Bestehen überhaupt Seitigkeitsunterschiede? Es bestehen meistens Seitigkeitsunterschiede. Das zeigt unsere Erfahrung. Ist das schlimm, mal nebenbei gefragt? Also das ist eine schwierige Frage. Es kann schlimm sein. Eine Beinlängendifferenz wäre zum Beispiel so ein Aspekt, wo, also selbst da kann es so sein, dass man problemfrei ist. Es kann aber auch sein, dass man dadurch schief auf dem Fahrrad sitzt und man im Lendenwirbelsäulenbereich dann Probleme bekommen kann. Aber es ist auch immer so das Phänomen, ich kenne das so vom Laufen. Du bist ein Radfahrer, Peter, ne? Ja. Aber es gibt in der Laufszene, so beim Berglaufen, da gibt es Typen, die laufen wirklich neben ihren Füßen, da ist alles krumm, alles schief und jeder sagt immer, du musst was machen, du musst zum Physio gehen oder irgendwie einlagen und so, aber denen geht's gut und in dem Moment, wo sie anfangen, was zu verändern, ist der Wurm drin. Ne? Und ich weiß nicht, ob es beim Radfahren irgendwie genauso, du bist ja selber jetzt aktiver Radfahrer, fährst seit 10 Jahren und hast du das Ganze an dir selber natürlich auch ausprobiert, oder? Ja, das ist nämlich auch genau ein Punkt, der uns natürlich auch immer beschäftigt in unserer Arbeit, weil es kommen natürlich auch viele Leute, es kommen ja nicht nur Leute zu uns, die Probleme haben, sondern es kommen natürlich Leute wie du und ich. Wir fahren problemfrei auf dem Rad und fahren vielleicht schon schnell Rad, aber wollen schneller fahren oder wollen vielleicht ein bisschen was an unserer Position verändern, weil man es beispielsweise woanders aufgeschnappt hat. Und man will einfach mal sehen, an welchen Schrauben kann ich noch drehen. Und jetzt kann man sich ja ganz gut vorstellen, selbst wenn die Wissenschaft uns empfiehlt, wir sollen den und den Kniewinkel einstellen, sodass wir die optimale Kraft aufs Pedal bringen. Und dann komme beispielsweise ich daher und sitze jetzt seit 10 Jahren, sage ich mal, 5 Zentimeter, ich übertreibe jetzt ein bisschen, 5 Zentimeter zu tief. Und dann erzählt mir der Michael, du musst 5 Zentimeter nach oben, dann werde ich dadurch erstmal nicht schneller, sondern erstmal viel langsamer. Und was noch dazu kommt, ich bekomme die Probleme erst. Und das ist eben auch der Punkt und unser Ansatz. Wir schauen uns immer erstmal an, wenn jemand zu uns kommt, wie saß der eigentlich davor auf dem Rad? Es sei denn, es ist jetzt ein Neueinsteiger, dann kann man natürlich da immer nochmal anders rangehen. Aber ansonsten gucken wir uns erstmal an, wie sitzt er auf dem Rad? Und dann natürlich aber auch, ein ganz wichtiger Aspekt ist dann immer, wie beweglich ist derjenige? Wie viel Training und was macht er dann noch neben seinem Sport? Radfahrer neigen immer gern dazu, wirklich nur Rad zu fahren. Ich meine, das sind uns die Triathleten, also seid ihr uns einen ganzen Schritt voraus, weil ihr schon durch das Schwimmen und das Laufen immer noch einen gewissen Ausgleich habt. Aber trotz alledem ist natürlich Rumpfkraft und Stabi-Training, das ist natürlich ein ganz zentraler Punkt.
Und jeder sagt immer, ja, das mache ich schon, wenn man erstmal so fragt. Aber ich meine, wenn wir dann immer noch mal ein bisschen genauer hinhören, dann sind da doch oftmals Defizite. Und das werfen wir erstmal alles in den Topf rein. Wir haben da auch so einen detaillierten Fragebogen, wo wir das eben alles abfragen. Und dann starten wir eigentlich unsere Messungen auch immer damit, dass derjenige, also wir stellen unser Fittingbike mit dem eigenen Sattel und mit dem Lenker, stellen wir erstmal so ein, sodass derjenige wirklich auf unserem Fittingbike im Labor gemarkert erstmal so sitzt, wie er das die ganze Zeit schon getan hat. Da hake ich mal kurz ein, weil wir wollen ja noch das Video gleich sehen. Aber ich kann euch schon mal verraten, wir kommen doch auch gleich zu diesem Fittingbike, ne, was das eigentlich genau ist. Weil das ist nämlich die eigentlich interessante Maschine, so das mal von außen gesehen. Und die werden wir nachher noch genau anschauen. Aber jetzt wollen wir uns mal zu dem Video vortasten. Dann drücken wir mal ein paar Knöpfe hier. Ja, okay. Schauen wir uns vielleicht die aktuelle Folie jetzt an. Also das ist hier nochmal der Detektionsraum, also das heißt, das, was die Kameras sehen, das sieht man hier durch die weißen Strahlen letztendlich angedeutet, und in der Mitte kann man vielleicht so dieses kleine Punktmännchen sehen, das ist der Athlet, der in dem Raum steht, und was wir dann am Rechner sehen, ist quasi das rechte Bild mit diesen 46 Passivmarkern. Und wenn sich der Athlet jetzt anfängt zu bewegen, dann sieht das folgendermaßen aus. So sieht das dann letztendlich aus. Das ist aber erst der erste Schritt. Man sieht hier in der Aufliegerposition die Bewegung über ein sogenanntes Tracking, also diese Spuren, die man da sieht an den einzelnen Pünktchen. Da können wir mal so eine erste qualitative Analyse machen. Wo ziehen denn die Knie zum Beispiel hin? Also das Knee-Alignment. Gibt es da größere Schlaufen, was die Knie zeichnen? Oder laufen denn die Pünktchen alle Achsen parallel relativ sauber auf einer Linie? Und über dieses Kinematografiesystem 3D eben können wir jetzt schon um den ganzen Kerl rumfahren und können uns das von allen Seiten her anschauen. Wie gesagt, alle Seiten gleichzeitig. Das ist ja das, was das Besondere ausmacht. Okay, gut, da hat man jetzt schon mal so eine Vorstellung davon. Jetzt gehen wir vielleicht einen Schritt weiter. Günstig wäre ja jetzt, wenn ich ohne Pause quasi, und eigentlich habe ich da eine Endlosschleife eingebaut, aber das endet doch. Genau, und eigentlich wäre es doch jetzt günstig, wenn der Athlet nicht stoppen müsste, absteigen müsste, ich muss was am Rad verändern, sondern es wäre doch klasse, wenn man sagen könnte, ich fahre weiter, ich lasse den Athleten weiterfahren und kann gleichzeitig, während er sich bewegt, die Geometrie des Rades ändern. Und das war eben ein Ziel von uns, beziehungsweise dahin wollten wir, und da haben wir was entwickelt, und jetzt kommt eben dieses spezielle Fittingbike, das sieht man jetzt hier in der nächsten Folie, dass an diesem speziellen Rad Elektromotoren installiert wurden, und wir können jetzt quasi die vier Achsen, also den Nachsitz, die Sitzhöhe, die Sitzlänge und die Überhöhung, können wir während des Pedalierens vom Rechner aus, also während der Athlet aufgenommen wird, können wir die Geometrien verändern und sehen auch gleichzeitig in Echtzeit die Veränderungen in der Bewegungsausführung. Also wir sehen in Echtzeit die Veränderung des Sprunggelenkwinkels, des Kniewinkels, des Hüftwinkels, der Oberkörperposition. Auch und Leistungsdaten? Leistungsdaten sehen wir natürlich auch. Und dann beginnt quasi der Fitting-Prozess vor dem Hintergrund dessen, was wir erfahren haben in der Anamnese, also muskuläre Disbalancen, Beweglichkeitsdefizite, Verletzungen vielleicht, die auch in der längeren Vergangenheit zurückliegen. Interessant ist wirklich, dass wir anhand der Bewegungsdaten zum Teil Verletzungen sehen, die gar nicht angesprochen wurden. Man kam einfach nicht drauf, und man schaut sich das dann an und denkt sich, boah, das schaut irgendwie komisch aus, linke, rechte Seite, war da mal was am Sprunggelenk? Ja, vor 2 Jahren habe ich mir mal, und dann kommt man auf diese Geschichte, und man sieht es also sehr deutlich an diesen Kurven, die wir uns vielleicht gleich nochmal angucken. Hier sieht man nochmal diese 4 Achsen, so ähnlich sieht es dann am Rechner aus, und wir können Millimeter genau am PC die einzelnen Achsen. Da sieht man ja richtig diese grauen Eingabefelder, da ist jetzt jeweils eine 0 drin, da kann man dann Cursor setzen, eine Zahl reinschreiben, oder? So ähnlich, genau. So ähnlich funktioniert es, ganz genau. Also wir haben quasi diese Eingangsposition, ja, mit der der Athlet zu uns kommt, und dann können wir sagen, millimeterweise schieben wir die eine Achse dahin oder dahin. Und was wir noch machen können, was auch interessant ist... Ja, Moment mal, also das sagst du jetzt einfach so, aber das ist doch schon...
spektakulär. Also ich meine, wenn man das mal mitgemacht hat, wie eine Sitzpositionsanalyse sonst aussieht oder abläuft, so ist ja schon viel Schrauberei und so, alles ein bisschen vage. Genau. Ich will es jetzt gar nicht sagen, dass das alles schlecht ist, seit es jetzt irgendwie was anderes gibt, was ihr erfunden habt, aber trotzdem ist es sicherlich für jeden, der da immer mit dem Schraubenschlüssel irgendwie mit dem roten Kopf da macht, ein Wunschtraum, so ein System zu haben, oder? Am PC zu sitzen, sag, guck mal, hier mal einen Millimeter nach oben oder drei nach unten und dann sieht man sofort, was sich verändert. Ja, aber schön bis jetzt ist es, nur wenn ich das kurz einhaken kann, schön ist es beispielsweise auch, das geht natürlich manchmal dann auch über die Analyse so einfach hinaus, was wir dann auch mit vorgeben oder wo wir hinführen, sondern dass man einfach auch mal sagen kann, Mensch, ich hatte mir schon immer mal überlegt, mit einem kürzeren Vorbau zu fahren. Und dann kann man das einfach innerhalb von wenigen Sekunden, können wir da einfach mal einen 100 mm Vorbau simulieren und dann kann man einfach mal gucken, wie fühlt sich das für mich an. Ich meine, das ist natürlich auch immer ein Aspekt, der Komfortaspekt oder wie stelle ich mir auch vor, wie ich auf dem Rad sitzen will. Und so können wir natürlich dann auch wirklich innerhalb von Sekunden immer kurz mal irgendeinen Aspekt simulieren und dann eben auch gucken, wie fühlt sich das an. Wir sehen ja gleich noch eine Darstellung, die ich auch sehr interessant finde, aber ich weiß nicht, ob das unsere Zuschauer vielleicht überfordert. Da sieht man ja nochmal so eine Menge Kurven und das sieht ja alles so nach Mathematik aus. Aber ich fand irgendwie eine ganz besonders interessant, weil man sie doch einfach verstehen kann. Ich weiß nicht, ob du mal weiter drückst, dann kann man da beispielsweise sehen. Und wenn ich jetzt nochmal kurz die Kamera kriege, guck mal, da ist die auf der Folie jetzt hier die zweite Abbildung von unten. Ja? Da sieht man praktisch das Knie und das hat zum Pfeil nach rechts und links. Also es geht darum, inwieweit das Knie nach rechts und links schwankt beim Pedalieren. Ne? Zweite Abbildung von unten auf der linken Seite. Und das Ganze abstrakt gezeichnet jetzt auf der rechten Seite dieser Grafik in dieser kleinen Wellenform. Das ist praktisch dann ein Maß für den Ausschlag. Ich mache das mal mit meinem Knie hier vor, ja? Wie das so hin und her geht. Genau, wenn in das Echtzeit, jetzt eben wenn man jetzt was verstellt, seht ihr, wie diese Amplitude geringer wird und das Knie gerade arbeitet. Ganz genau. Also das ist auch was, wenn wir uns die Folie vielleicht nochmal kurz betrachten. Wir sehen über den Kurbelzyklus in den einzelnen Phasen dann die entsprechenden Gelenkwinkel, jeweils im Links-Rechts, also im Seitenvergleich. Und das Ganze dann nochmal aufgetragen in dem Graphen, dass wir auch hier grafisch sehr schnell erkennen können, gibt es denn Links-Rechts-Unterschiede. Ja, also da muss ich nicht erstmal die Daten bzw. die Zahlen mir angucken, sondern ich schaue mir nur die Graphen an und sehe dann, hoppla, das rechte Sprunggelenk macht was ganz was anderes wie das linke Sprunggelenk. Woran liegt das? Ja, sind die Glieds gleichmäßig eingestellt oder eben eine Verletzung? Also das sind ganz unterschiedliche Aspekte, die da reinspielen. Und das können wir eben auf sehr, sehr viele Bewegungsaspekte abbilden. Jetzt betrifft es ja so die geometrischen Verhältnisse. Ne? Also wie sind die Winkel? Ist alles gerade? Ist alles da, wo es hin soll? Lass uns mal über Leistungsdaten sprechen. Du bist ja auch aktiver Radfahrer. Du willst ja auch wissen, wie viel Bums geht noch aufs Pedal. Merkt man da was? Du drückst an deinem Laptop irgendwie die Sitzposition einen Zentimeter mehr hin oder dahin und es ändert sich was an den Leistungsdaten oder ist das zu naiv gedacht, irgendwie zu kurzfristig? Peter, was sagst du dazu? Also man muss natürlich ehrlich sein, man kann das jetzt nicht direkt messen. Also wir können jetzt nicht am Ende des Tages eine absolute Wattzahl nennen demjenigen und können dann an die Hand geben, Mensch, das macht dich jetzt um 50 Watt stärker. Das ist, da müssen wir einfach so ehrlich sein, das können wir nicht sagen. Was wir aber wohl sagen können, und das kann man sich ja wirklich auch anhand der Bewegung schon überlegen, ist, wenn mein Knie beispielsweise um 5 bis 10 Zentimeter, also sowas haben wir tatsächlich schon gesehen, dass das Knie um 10 Zentimeter von der Mittelachse abweicht, dann entstehen einfach Kräfte oder es gehen einfach Kräfte verloren. Dadurch, dass ich eben nicht diese vertikale Kraft auf das Pedal draufbringe, sondern ich habe dann Tangentialkräfte und auf jeden Fall geht die Kraft einfach verloren. Und so kann man dann eben durch dieses Bewusstsein dann auch dieser Bewegung, weil vielen wird dann, also mich eingeschlossen, mir wurde dann erstmal bewusst, was mache ich da zum Teil einfach mit den Beinen. Weil es ist ja nicht so, dass ich auf dem Rad sitze und permanent drüber nachdenke, ob jetzt mein Knie gerade 2 oder 3 Zentimeter nach außen oder nach innen geht, sondern das ist ein eingeschliffenes Bewegungsmuster. Und so fahre ich halt eben durch die Gegend und mache meine Kilometer. Aber also ich, wenn ich jetzt mir vorstellen würde, mir würde einer so ein System hinstellen und ich werde eine Nacht lang da eingeschlossen und dann, was ich machen würde, wäre doch, ich würde mich mal in der Aero-Position
da drauf begeben. Und dann würde ich Stückchen für Stückchen den Lenker immer tiefer machen und gucken. Ich meine, die Leistung, die man aufs Pedal bringt, die nimmt ja dann auch immer etwas mehr ab. Ne? Je tiefer man sitzt, umso weniger Leistung hat man auch. Aber vielleicht gibt es ja irgendwie so einen Punkt, da ist man dann wirklich einen Zentimeter zu tief für das, was man so von seiner Beweglichkeit drauf hat. Und da macht dann die Leistungskurve wirklich so einen kleinen Absturz, so einen kleinen Knick. Und ich meine, jetzt mal nur so für mich als Laie gedacht, würde ich ja sagen, ich gehe so tief im Lenker, bis ich an diesem Leistungsknick bin, auf dem Wattmessgerät, aber nicht tiefer. Und ich würde dann versuchen rauszufinden, wo ist dieser Punkt. Und so, das wäre doch jetzt mal so eine Idee. Und so, denke ich da falsch oder steckt das da drin in dem System? Kann man das machen? Also, ich habe das patentiert natürlich nicht. Ja, okay. Ich wollte noch ganz kurz zu dem, was der Peter gesagt hat, einhaken, weil ich kann mich jetzt guten Gewissens noch mal outen. Ich bin eigentlich kein ausgesprochener Radfahrer, aber durch das System ist mir das Radfahren erst so richtig bewusst geworden, vor allem das Pedalieren erst so richtig bewusst geworden. Das ist ein ganz interessanter, eine ganz interessante Perspektive, und zwar, dass man sich das Fahrradfahren eben anhand dieser Kurven ganz anders vorstellen kann und auch während des Trainings viel bewusster pedaliert und auch viel bewusster spürt, wo geht denn mein Druck jetzt eigentlich hin? Ja, sind meine Bewegungen sauber? Und wenn man dann öfter sich mit den Dingen beschäftigt, dann fährt man auch mit diesen Kurven letztendlich im Kopf. Und wenn ich das nächste vielleicht noch mal ganz kurz zeigen. Aber meine Frage hast du nicht beantwortet. Nein, die Frage kommt, da komme ich gleich noch drauf zurück. Ja, ist ganz klar. Falls mich da mal jemand einschließt, muss ich das wissen. Und jetzt hoffe ich, dass das Video diesmal in der Endlosschleife läuft. Stimmt nicht. Weil dieser Knee Alignment ein ganz wichtiger Punkt ist. Was wir auch tun können mit diesem System ist, dass wir während der Aufnahme quasi dem Athleten seine Bewegung bewusst machen können im Sinne von dem Feedback-Training. Also er kann bei uns auf dem Fahrrad, auf dem Ergometer fahren und wir können ihm, man sieht diese gelben Balken, das wäre jetzt ein Bewegungsraum von 1 Zentimeter, sowohl beim linken als auch beim rechten Knie. Und diese Linien, die man da sieht, in diesem gelben Raum eingezeichnet, sind die Bewegungen der Marker. Also man sieht, dass das man nicht in der Lage ist, ganz geradlinig das Knie fahren zu lassen, sondern es ist immer eine leichte Auslenkung nach innen und nach außen. Und auch hier sieht man ganz deutlich, dass es Unterschiede zwischen dem linken und dem rechten Knie gibt. Beim unteren kommt er öfter aus diesem Zentimeter-Korridor raus. Ganz genau. Ja. Wenn man, also dieses Stichmännchen ist der Peter jetzt gerade in dem Fall, wenn man dem Peter jetzt sagen würde, beziehungsweise wenn man ihm nicht sagen würde und er würde seinen antrainierten Stiefel fahren, würde man halt vielleicht sehen, dass beide Kniegelenke nach außen, beide nach, sehr stark nach innen, beziehungsweise was es auch gibt, dass man quasi schräg Fahrrad fährt, also dass das eine Knie nach innen und das andere nach außen geht. Das sind ganz interessante Geschichten, auf die man da stößt. Und wir haben festgestellt, anhand dieses Hilfsmittels fällt es dem Athleten sehr, sehr einfach, seine Bewegungen besser anzusteuern. Und eine saubere Führung der Bewegung bedeutet immer eine effizientere Bewegung, mehr Druck auf dem Pedal. Davon sind wir ganz fest überzeugt. Erstens, weil die Kräfte einfach so gerichtet aufs Pedal wirken, wie sie wirken sollen, also vortriebswirksam sein sollen. Und der zweite Punkt ist, was Peter auch angesprochen hat, dass wir natürlich damit relativ sicher gehen können, dass das Kniegelenk geschützt ist auf längere Sicht. Und das sind zwei Aspekte, die aus unserer Sicht immer miteinander gehen, die für einen Sportler ganz, ganz wichtig sind. Wenn ich nicht gesund bin oder ein spezifisches Problem habe, dann kann ich auch keine Top-Leistung bringen. Ich kann das aus eigener Erfahrung, kann ich das ein Stück weit bestätigen. Ich erinnere mich an einen Fall beim, wann ging denn das los? Das war, glaube ich, beim Ironman in Zürich. Da ging das, dass ich immer so Krämpfe hatte an den Oberschenkelinnenseiten. Ganz ekelhaftes Gefühl. Und immer wenn ich ein bisschen mehr drauf getreten habe, ging es wieder los. Na, man ist da schon ein bisschen schachmatt gesetzt. Und das kam daher, dass ich mir ein anderes Pedalsystem angeschafft hatte, so ganz leichte Pedale, die einen etwas kippeligeren Stand hatten. Ja. Und dadurch sind meine Knie einfach so natürlich ein bisschen nach außen und ich habe sie muskulär dann wieder ein bisschen nach innen geholt. Und das ist dieser Muskel. Und wenn das halt irgendwie 5 Stunden lang beschäftigt ist, dann fängt das halt irgendwann an zu zucken. Genau, und irgendwann wird dann der Tritt ineffizienter. Ja. Noch ein interessanter Aspekt ist, dass wenn wir diese Veränderungen durchführen, gibt es unterschiedliche Reaktionen der Athletinnen und Athleten. Der eine ist, hast du schon was verändert? Also
Sie spüren überhaupt nicht, ob schon was getan wurde oder ob sich was verändert wurde. Das geht bis in den Zentimeterbereich. Ja, wie was du verstellst, aber nicht den Sattel in Zentimetern, die merken nichts. Sowas kommt schon vor. Okay. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir auch ganz intensive Erfahrungen, also richtige Aha-Erfahrungen, wenn sie in eine für uns optimale Position kommen, da sagen, boah, jetzt, es geht viel leichter, ich kann viel höhere Frequenz auf einmal treten und es fühlt sich viel einfacher an. Und das sind dieses Körpergefühl, das ist ja auch was, was ein wichtiger Aspekt für einen Athleten ist, jeder Spitzenathlet. Also jetzt oute ich mich gleich nochmal, ich habe 20 Jahre lang Bundesliga-Squash gespielt und jeder, der Spitzensport macht, hört ganz intensiv in sich rein, hat auch ganz hochsensible Sensoren in seinem Körper und man ist ja damit beschäftigt, auch während des Wettkampfs in sich reinzuhören, wie fühlt sich das jetzt gerade an, zwickt es irgendwo oder fühlt sich es heute richtig gut an. Und wenn ich weiß, dass ich richtig auf dem Fahrrad sitze, ist das ja auch ein psychischer Moment, mentaler Moment, wo ich sage, hey, das ist gut. Klar kann es immer mal wieder vorkommen, tagesformabhängig, dass irgendwas nicht passt, wie auch immer. Aber das ist schon mal ein wichtiger Aspekt für einen Athleten, dieses Körpergefühl zu haben und auch das gute Gefühl zu haben, so sitze ich richtig. Ja, und das ist ja, es macht ja auch Spaß, sich einfach mit seinem Hobby zu beschäftigen, genau. Und sich sowas vielleicht auch mal zu gönnen. Über Preise reden wir vielleicht noch kurz gleich. Und ja, auch da mal einfach auch was zu lernen über sich selber, wie man auf dem Rad sitzt und so, finde ich eigentlich ganz angenehme Sache. Und ich gehe mal davon aus, dass es nicht irgendwie eine Million kostet. Oder sowas. Sagt ihr noch was zu den Preisen oder ist es Top Secret? Nee, also 300.000? 300.000 wäre nicht schlecht, weil dann können wir ein paar Analysen machen und können uns dann zur Ruhe setzen. Da hätte ich auch nichts dagegen. Leider schaut die Realität ein bisschen anders aus. Also vielleicht zum Ablauf noch. So eine Messung dauert circa 3 Stunden. Das heißt, wir nehmen uns da auch wirklich Zeit. Wir machen keine Schnellgeschichten, sondern versuchen das so gut und qualitativ hochwertig zu machen, wie es geht. Die, wie gesagt, wir machen Muskelfunktionsanalyse, so diese Eingangsanamnese, Fragen noch ab im Gespräch, vermessen die Räder bzw. das Rad und dann beginnt dieser Fitting-Prozess. Und wenn wir der Meinung sind, nach 3 Stunden passt immer noch nicht, dann dauert es halt 3,5 Stunden, das kann auch sein. Wenn wir nach 2 Stunden der Meinung sind, so ist es ganz gut, kann auch vorkommen. Dann dackelt halt der mit dem man erst noch so ein bisschen rum, oder? Genau. Bis die 3 Stunden voll sind. Ganz genau. Mist. Die Bremse immer ein bisschen schwerer stellen. Genau. Nee, also, und diese Analyse kostet 300 Euro. Nichts gegen einzuwenden, würde ich mal sagen. Gibt sicherlich sinnloser, verprasstes Geld. Zum Beispiel die GEZ-Gebühren. Aber lasst uns mal gucken hier, was Oscar the Dog aus Oberhausen schreibt. Dankeschön fürs Beschreiben. Hier könnt ihr gerne noch weitermachen, solange die Sendung noch läuft, also ein paar Minuten. Er schreibt, wäre es nicht nur konsequent, wenn man zusätzlich noch ein Aero-Scanning macht oder gemacht würde, so könnte man die Sitzposition in Einklang mit der Aerodynamik bringen. Toller Beitrag und danke dafür, schreibt Oscar the Dog aus Oberhausen. Aeromäßig irgendwie? Also wir haben natürlich jetzt in unserem Labor nicht die Möglichkeit, einen Windkanal oder sowas zu installieren. Ich meine, das würde natürlich jegliche Möglichkeiten von uns sprengen. Was wir aber durchaus schon gemacht haben, weil ich meine, Aerodynamik ist immer ein ganz wichtiger Faktor, ist es auch für mich. Also meine Lieblingsdisziplin im Radfahren ist das Zeitfahren. Deswegen bin ich ja da euch Triathleten dann doch sehr nahe. Und wir haben also auch Leute aus meinem Team, auch Zeitfahrer, da sind wir dann schon hingegangen und haben uns einfach, haben Bilder und haben Videos von vorne gemacht und haben uns angeguckt, Mensch, wie groß ist die Angriffsfläche? Dann sind wir hingegangen und haben überlegt, macht denn das noch Sinn? Können wir die Fläche wirklich verkleinern, wenn wir beispielsweise die Überhöhung noch vergrößern? Dann haben wir das gemacht und haben uns dann angeguckt, bringt der, also wir stellen meistens dann für diese entscheidenden Messungen, orientieren wir uns immer so an der aerob-anaeroben Schwelle. Ich denke, und ich hoffe den Zuschauern, denke ich mal, ist das sicherlich ein Begriff. Auf jeden Fall die Schwellenleistung, so eine Leistung, die man über 40 oder auch 80 Kilometer durchaus bringen kann. Und gucken uns dann an, kann derjenige das noch treten? Und dann nähern wir uns dem so ein bisschen an und gucken dann eben und versuchen da einen Kompromiss zu finden. Ist das noch komfortabel und haben wir da wirklich noch einen Zugewinn an Windangriffsflächenverkleinerung? Aber also letztendlich, so guckt ihr halt immer, wie groß ist die Stirnfläche. Aber es ist kein richtiger Aerotest mangels Windkanal, ist klar. Aber wenn man so in die Zukunft träumt, ich meine, es gibt ja Leute, die einen Windkanal anbieten, vielleicht wäre da eine Kooperation mal interessant. Weil eigentlich wäre es ja schon optimal, ne? Weil du, wenn ihr von außen das Rad dann steuern könnt, wie sich das mit den Motoren dann verändert und so, wird eigentlich optimal taugen dafür. Oder also ihr müsst euer System lizenzieren? Die Kombination wäre natürlich ideal, dass man sieht,
wenn einzelne Aspekte in den Achsen verändert werden, was tut sich da im CW-Wert? Und auf der anderen Seite für uns natürlich, was wir schon können, was aber auch sehr aufwendig ist, ist, dass wir uns über EMG, also die Muskelableitung, was arbeitet der Muskel, das können wir quasi synchronisieren mit den Aufnahmen. Also wir zwei, da spielen wir auch immer ein bisschen rum und testen ein bisschen. Da können wir dann schon gucken, was macht noch Sinn an Überhöhung zum Beispiel und wo beginnt die Position, die Bewegung einzuschränken. Also so in die Richtung, wir sind immer auch dabei, das weiterzuentwickeln und tasten uns immer wieder an neue Dinge ran. Wir stellen fest, dass je weiter man sich da vortastet, immer wieder neue Fragen aufkommen und das ganze Feld immer breiter wird. Und, aber wir bleiben dran und arbeiten. Aber bevor du jetzt so feierlich abmoderierst, ja. Du hast nämlich einen ganz wichtigen Punkt gesagt gerade. Und zwar, dass du die Leute dann aus dem Team oder dich selber, da werden diese Winkel vermessen. Ihr habt diese Marker, man sieht es auf dem PC. Aber nicht bei 20 Watt, sondern im Bereich der anaeroben Schwelle oder halt auf einer bestimmten Leistung, die man vorher ausmacht. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also ich sage es jetzt so, als wüsstet ihr es nicht, aber es kommt ja eigentlich von euch, ne? Ihr habt es mir erklärt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man halt diese Positionsbestimmung in einem Belastungszustand hat, den man nachher auch optimieren will. Beispielsweise bei dir Zeitfahren, also Vollgas. Weil man da nämlich anders mit seinen Muskeln und mit seinen Winkeln genau. auf dem Rad sitzt, als wenn man einfach nur so... Wir sehen das wirklich auch ganz häufig. Also wenn wir so eine Eingangsmessung machen, erstmal um unser System dann eben auch zu kalibrieren, dann sehen wir, bei 100 Watt sitzt derjenige irgendwie drauf und dann geben wir plötzlich, ich sage jetzt mal eine Hausnummer, geben wir 350 Watt drauf und plötzlich fängt der Sportler an, ein Stückchen nach vorne zu rucken und die Schultern ein bisschen und den ganzen Oberkörper ein bisschen zu versteifen, geht vielleicht noch ein Stückchen weiter runter, was halt eben möglich ist auf dem Fahrrad. Und das ist eben auch genau der Punkt, weil genau so sitzt derjenige ja dann während seines Wettkampfs auf dem Rad und nicht bei 100 Watt ganz entspannt mit einem Tässchen Kaffee noch dabei, sondern statisch. Genau. Und das ist eben auch meiner Meinung nach der große Vorteil unserer Messung, dass wir wirklich ein Stück weit zumindest, wenn wir jetzt auch unsere Messung nicht die 180 Kilometer beim Ironman simulieren können, aber so doch ein Stück weit irgendwie mal 5 bis 10 Minuten an der Schwelle simulieren und gucken, wie sieht dann die Bewegung aus. Wie kann man euch finden, wenn man googelt, nach was muss man suchen oder habt ihr eine Webadresse? Bestimmt, oder? Also im Moment sind wir erreichbar über meine Uni-Adresse und über seine E-Mail-Adresse. Die müssen wir dann später noch auf die Präsentation schieben. Da sind wir top vorbereitet. Genau. Ja, aber gibt es nicht irgendwie was, eine winzig kleine also Webseite? Oder wie heißt die Webseite ist gerade am Entstehen. Und wie wird das dann heißen später? Das IQ wird Bikefit. Bikefit heißen. IQ genau. Für Intelligenz, genau. Was heißt Q? Quotient. Okay. Genau, Intelligent Quotient, genau. Und Bikefit. Bike also, wir haben uns viel Gedanken über das Bikefitting gemacht. Danke, dass ihr da wart. Gerne. War sehr unterhaltsam. Ich weiß, es ist ein riesengroßes Feld. Ihr habt nur klitzeklein was erzählt von dem, was ihr eigentlich drauf habt. Aber besonderen Dank dafür, weil so habt ihr natürlich mich, geistigen Fußgänger, auch jetzt nicht alt aussehen lassen hier vor unserem versammelten Publikum. Und ihr habt es auch kapiert. Und vielleicht noch eine Frage am Schluss. Hallo, sag doch mal kurz was zu den häufigsten Sitzfehlern der Patienten und da vielleicht noch einen Satz dazu und dann machen wir Schluss. Die häufigen Sitzfehler. Also meistens sitzen die Athleten zu tief. Das stellen wir oft fest, dass die Kniewinkel zu klein sind und ein anderer Fehler ist, dass man versucht, aus Zeitschriften Positionen der Profis zu übernehmen oder dass man versucht, vorm eigenen Spiegel oder am Schaufenster, wenn man vorbeizischt, die richtige Position zu finden. Das funktioniert leider nicht. Man muss sich bewusst machen, dass jeder Athlet eine individuelle Sitzposition hat, die für ihn passt und das Kopieren von Sitzpositionen von Spitzensportlern macht einfach keinen Sinn. Das war Michael Schleinkofer und Peter Renner von IQ Bikefit. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Danke für euch beide. Guten Nachhausewege noch. Vielen Dank für die Einladung. Wieder zurück. Nach wohin geht's? Nach Erlangen. Alles klar, gute Fahrt. Danke. Und wir sind gleich zurück mit dem nächsten Thema. Da geht es um den Ironman Germany. Und zwar die Praxis und Insider-Tipps zusammen mit Marcel Bischoff. Das Ganze gleich nach ein paar Minuten. Danke, bis gleich.